Herzlich willkommen zu unserem Tutorial GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich hatte euch das letzte Mal versprochen, dass ich euch diesmal zeige, wie man Bilder in seine Labels und in die Buttons hineinbringt, und wir fangen gleich damit an. Die ganze Sache ist wieder sehr, sehr einfach, eine ganz wunderschöne Sache eigentlich. So, und wir laden uns jetzt erstmal drei Bilder und ich nenne die A. B können wir jetzt nicht nehmen. Na, ich nehme mal Image 1 ist gleich. So, und hier brauchen wir jetzt einen Befehl, den wir mit tkinter auch importieren. Und das ist Photo Image. So, denkt bitte daran, wenn ihr das auf eine andere Art und Weise importiert, dass ihr dann zum Beispiel tkinter Punkt davor schreiben müsst. In diesem Fall natürlich nicht. Dann File, und damit geben wir den Pfadnamen an, wo der das Foto findet oder das entsprechende Bild. Und das liegt bei mir auf meiner Datenfestplatte drauf unter Icons. Und ich möchte also wirklich ein Icon auch hineinsetzen, Small. But ich habe mal irgendwie vor Jahren, habe ich mir so einen schönen Satz an so kleinen Zeichen runtergeladen, und dann nehmen wir zum Beispiel arrow left.png. So, das ist das erste, und das kopieren wir uns jetzt einfach mal und nehmen uns einfach noch ein paar weitere Bilder mit dazu. Und dann haben wir zum Beispiel einen Arrow Right, den haben wir dabei. Dann zum Beispiel eine Paint Brush, also ein Pinsel, und eine, na, jetzt müssen wir wissen, wie das geschrieben wird, Palette, so genau. So, und jetzt nehme ich statt dem Button Knopf, setze ich einfach ein Image hinein, gleich, und setze das Ganze auf 1. Das ist das erste, was ich mache. Oder nee, ich nehme mal 4. So, und hier beim Label 1 mache ich genau dasselbe. Ich setze rein, Image ist gleich img 1, und hier oben mache ich dann lab 1 Anker auf image ist gleich img 2. Und das kopiere ich mir mal hier rein und mache hier unten genau dasselbe. Image ist gleich img 1. Also soll im Prinzip zwischen Links- und Rechtspfeil wechseln. So, und das schauen wir uns jetzt mal an. Also Button 1 müsste jetzt ein Bild haben, und Button 2 müsste, Label 1 müsste jetzt auch ein Bild haben und dann aber auch wechseln mit zwischen den. So. img 1 is not defined. Das ist ja doof. So. Also er macht mir gerade einen Fehler oder gibt mir einen Fehler aus, dass das nicht definiert sei. Das finde ich jetzt etwas seltsam. Dann gucken wir uns die Fehlermeldung nochmal genauer an. Ja, ah, gut, okay. Und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also ihr seht, manchmal ist dort Python, weil es eben während des Laufens interpretiert wird, arg empfindlich, was das angeht, wo die Definitionen stattfinden.
So, ich muss also, wenn ich hier in dieser Zeile auf IMG1 zurückgreife, muss ich das vorher definiert haben, also oberhalb im Programm. Sonst schmeißt er mir eine Fehlermeldung aus. So, und jetzt, ja, jetzt funktioniert das. Also ein ganz simpler, blöder Fehler eigentlich, aber ihr merkt schon, also er kann schon eine ganze Menge ausmachen. So, ich drücke hier drauf und ihr seht, erstens hat sich hier das große Label hat sich verändert und der Knopf hat sich gedreht. Und wenn ich jetzt unten auf den Knopf drauf drücke, dann ja, dreht sich das Ganze wieder. Und ich habe hier zwei Bilder, also ich habe hier keinen Text mehr stehen, sondern ich habe diese kleine Palette hier stehen. Und hier oben in meinem Label habe ich eben den Pfeil drin. So, drehen, 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 drehen. Wunderbar. So, also, achtet bitte darauf, wo ihr die Fotos hineinladet. Ihr müsst die zuerst laden, bevor ihr die gebraucht. Das gilt nicht für eure Definitionen, also für die Funktionen, die ihr hier oben reinschreibt. Da könnt ihr auch die Variablen gebrauchen, ohne dass ihr die vorher definiert habt. Aber im Hauptprogramm müsst ihr sozusagen erst die Variablen definieren, bevor ihr sie dann gebraucht. So. Und ansonsten, Foto-Image gehört mit zu Tkinter dazu. Das heißt, wenn ihr das nicht mit dem Import und diesem Asterisk macht, dann müsst ihr ein Tkinter davor schreiben und dann Pfeil gleich und den Pfadnamen. Wenn ihr den Icon direkt bei euch in dem Programmordner drin stehen habt, dann könnt ihr alles weglassen, dann sucht ihr direkt im Programmordner. So, dann könnt ihr zum Beispiel hier dieses Ganze, das könntet ihr rauslassen. Ne? Dazu müsst ihr das dann aber direkt in den Programmordner auch hineinladen. So, ich selber mache das nicht, weil ich das mittlerweile hier diesen Pfad auswendig kann. Den habe ich schneller eingetippt, als dass ich das kopiert habe. Gut. So, damit haben wir Bilder auf den Bildschirm gebracht und ihr könnt damit natürlich auch ganz große Fotos auf den Bildschirm bringen. Ihr könnt dann Text dazu setzen und könnt damit schon eine richtige kleine grafische Präsentation machen. Und könnt ihr euch mal selber ein bisschen oder könnt ihr ein bisschen herumexperimentieren, wie ihr das machen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch ein bisschen, wie man diese ganze Unordnung auf dem Bildschirm, wie man das in einen schöneren Rahmen hineinsetzt. Bis dann!